sind die Food-Anbieter die Nachzügler oder die Vorreiter im Online-Handel? Das ist ja so im Grunde immer die Aussage, ja, jetzt endlich kann man auch Food online bestellen, aber guck mal, der prozentuelle Anteil ist noch minimal und also werden eigentlich eher so ein bisschen verächtlich betrachtet. Ich glaube eher, das, was da entsteht im Food-Bereich, ist etwas, was auch den gesamten Online-Handel voranbringen kann. Was machen die Food-Anbieter anders als der Onlinehandel, würde ich kurz behandeln und letztendlich dann können sie dem Onlinehandel auf Dauer den Rang ablaufen. Drei Hypothesen für den Vortrag und ich bin ja so ein bisschen schon eher dann wieder für die Zukunftsthemen zuständig. Erstens, Food-Anbieter adressieren aus meiner Sicht die entscheidenden Themen, um die der Onlinehandel eher einen Bogen macht, allen voran die letzte Meile. Kam ja irgendwie auch jetzt gar nicht vor in den Trends und in den Themen. Ich finde aber, das ist eins der wichtigsten. Auch zum Beispiel Shopping Experience, Mobile Experience und solche Themen sind im Food-Bereich sehr viel angesagter. Außerdem, Food-Anbieter können Erlösquellen anzapfen, die dem Onlinehandel so nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, sie haben einfach mehr Besteller, mehr Vielbesteller, mehr Daten und können damit sehr viel mehr rausholen, als selbst die Amazons und andere letztendlich das machen können. Und die Food-Anbieter können den Onlinehandel auf ein neues Level bringen, indem sie eben ihre Services öffnen und auch anderen zur Verfügung stellen. Und ich möchte einsteigen mit einer Grafik, kennen wahrscheinlich viele so das S-Kurven-Modell, wenn es um Innovationssprünge, sprunghafte Entwicklungen etc. geht. Was wäre so mal meine Frage in den Raum, wenn wir jetzt mit einem E-Commerce-Konzept arbeiten, das ganz gut war bisher und das auch sehr schöne Steigerungsraten hat, aber angenommen, es gäbe noch andere Modelle, die besser geeignet sind und die den Onlinehandel nochmal mitnehmen können und in andere Regionen bewegen können. Wie ich drauf komme, vor allen Dingen, weil jetzt so ein bisschen auf der Überholspur die Food-Anbieter kommen und ein extremes Wachstum haben und wie gesagt auch andere Modelle fahren. Ich habe hier mal so die Umsätze mitgebracht, was so die großen Food-Anbieter und ich nenne es bewusst Food-Anbieter, sodass ich nicht nur Online-Lebensmittelhändler, sondern eben auch was im ganzen Restaurantbereich passiert, mit einbeziehen kann. Hier sieht man so, was sie vor ein paar Jahren gemacht haben, wäre im Prinzip nicht der Rede wert. Das sind alles so Regionen, das andere auch erreicht haben. Und wir haben ja so ein bisschen seit 2015 sehr viele, die Umsatzmilliarde übersprungen haben, jetzt generell im E-Commerce. Deswegen haben wir ja auch das Plattformthema. Viele können Richtung Marktplatz gehen und können einfach dann ihre Services auslagern und anbieten. Wir haben jetzt so seit 2020 10 Milliarden Umsatz ungefähr und so alle 5 Jahre verzehnfacht sich das letztendlich, was die großen Player, und das sind ja letztendlich die Marktgestalter, dann erreichen. Und die Dynamik ist eigentlich das Faszinierende. Und wenn man sich mal anguckt, was die im letzten Jahr gemacht haben, dann sieht man eigentlich auch schon, welche komplett anderen Dimensionen das sind, in denen diese Unternehmen agieren. Das ist GMV, also Gross Transaction Volume. Letztendlich so ungefähr 20% haben die Lebensmitteldienste an Umsatz dann. Also man muss das immer so ein bisschen schon relativieren. Aber trotzdem, die Kunden bestellen für diese Menge an Produkten, an Services etc. Und ich würde es gerne mal an 3 Beispielen verdeutlichen, was da entstanden ist und auch wie die Denke anders ist und was daraus letztendlich auch entstehen kann für den gesamten Handel. So einer der Lieblinge, mit dem ich einsteigen würde, ist Coupang, so als Paradebeispiel. Allein nur mal auf den Slogan zu gucken. How did I ever live without Coupang? Das ist ein Anspruch. Wer formuliert solche Ansprüche letztendlich im Onlinehandel? Also das würde man sich sehr wünschen, auch generell, dass so ein bisschen das Ambitionslevel steigt und das, was man, die Rolle, die man eben für die Kunden spielen möchte. Und das sieht man an dem Unternehmen sehr gut. Ist ein koreanisches Unternehmen, deswegen ist es im ersten Moment sehr weit weg. Ist aber so ein bisschen für mich so ein eins der nächsten Amazons in dem Sinne, dass was Amazon versucht, vom Non-Food-Bereich in den Food-Bereich reinzugehen und rüberzugehen, was super schwierig ist und was auch wahrscheinlich nicht gelingen wird, sagen wir es mal so rum, ist Coupang andersrum gestartet 2010 als Groupon-Klon damals in Südkorea, also Gutscheine vertickert, sage ich jetzt mal, dann zunehmend
Geschäft vermittelt, selber in den Handel eingestiegen und zunehmend das ausgebaut. Ich habe schon gesagt, so 20 Milliarden Umsatz jetzt innerhalb der 12 Jahre erreicht. Vielleicht zur Dimension 18 Millionen Kunden in einem Land wie Südkorea, was 50 Millionen Einwohner hat. Also das sieht man schon, welche Relevanz die mit ihren Services da aufgebaut haben. Und ich habe mal so die 3 aus der Website runtergenommen, für die sie stehen oder was so ihre Hauptservice sind. Gibt noch andere. E-Commerce würden wir klassischerweise nennen, also den Handel mit Produkten, nennen die Rocket Delivery. Rocket Fresh ist ihr Supermarktbereich. Coupang Eats kennt man auch, also die Lebensmitteldienste in dem Bereich. Also da wirklich das komplette Paket. Und dadurch, dass die vertikal integriert sind, und man sieht es ja schon auch an den Verpackungen und allem drum und dran, können die einfach ganz andere Leistungen anbieten, auch nachhaltige Leistungen. Dass sie eben wiederverwendbare Verpackungen haben, dass sie zum Teil auch unverpackte Ware ablegen oder zurücknehmen, dass sie Übernachtservices haben. Also ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, die sich da auftun, wenn man das eben quasi neu erfinden kann oder einen anderen Weg gehen kann. Das klingt so, als ob das nach Masterplan geschehen wäre, ist es natürlich nicht, aber es ist trotzdem ein Modell, was sehr kundengerecht funktioniert. Rocket Wow ist deren Prime-Programm, also auch da nochmal eine ganz andere Sprache, Anmutung und auch einen ganz anderen Wumms, wie sie das Thema letztlich angehen. Also jeder, der so ein bisschen sich inspirieren lassen will, was gibt es denn noch an anderen Konzepten jenseits von Amazon, wie kann man heute aus meiner Sicht modernen, zeitgemäßen Onlinehandel betreiben, sollte sich das mal angucken, so die Infos. Zum Kopieren ist es nichts natürlich, weil es für den Markt ist, aber das ist für mich so ein Beispiel, wie innerhalb von relativ kurzer Zeit ein foodgetriebener Online-Händler entstehen kann, der natürlich nicht nur Food vertreibt, da kann man auch Mode bestellen, das ist ein Marktplatz inzwischen, da kann man alles bestellen und die liefern es und wie gesagt innerhalb von 12 Jahren entstanden. Also das mal als sehr weit weges Beispiel, wo ich eigentlich hin möchte, ist so die bestehenden großen Player zu nehmen. Auch das, Instacart und DoorDash sind beide Anfang der 10er Jahre gestartet und sind seitdem eben, ja, ich habe es ja an den Zahlen verdeutlicht, enorm im Umsatz gewachsen. Ich steige mal mit Instacart ein, weil das mit Lebensmittelhandel und dann noch viel näher dran ist. Aber man sieht schon, das ist jetzt die aktuelle Mobile-Darstellung, was sie letztendlich anbieten. Eben nicht mehr nur Lebensmittel, es ist leider ganz unten, wenn man es sieht, dann sieht man eben auch das Best Buy, das Sephora und das Petco, also Tierfutter, Tierbedarf mit dabei ist. Man sieht, wenn man es nur einfach mal so durchgeht, und da möchte ich auch ein bisschen darauf hinweisen, wie man Onlinehandel auch anders denken kann oder plötzlich andere Dinge machen kann. Chat with your shopper würde man ja nie bei irgendeinem Händler erwarten und vermuten, aber dadurch, dass Instacart quasi die Lebensmitteleinkaufplattform ist, eigentlich noch ein sehr banales, langweiliges Konzept, gibt es die Möglichkeiten. Ganz rechts sieht man auch noch Keep Weekly Stables in One Easy Card. Also auch eine ganz andere Denke, wie man die Kunden bedient. Und wenn man sich da schon mal als Service etabliert hat, kann man eben noch auch ganz andere Dinge machen. Also das vom Mindset her einfach nochmal ein anderer Ansatz. Aber, und dann kommt ja immer die Kritik, kann man davon leben? Also es ist ein super schwieriges Geschäftsmodell. Bei uns gab es ja auch Shopwings und andere Versuche, um einfach auch mal so einen quasi Marktplatz für den Lebensmittelhandel, lokalen, stationären Lebensmittelhandel zu etablieren. Aber funktioniert über Provisionen. Die Händler haben kein Geld für Provisionen. Also es ist ganz, ganz schwierig als Modell. Die sind durchgekommen, aber letztendlich, wo es dann erst geklappt hat, ist wirklich klassischer Ansatz natürlich ab einer gewissen Größe. Als man die Plattform aufgebaut hat und da reingegangen ist. Man sieht da auch, das sind so bei Instacart noch der klassische Ansatz. E-Commerce natürlich das Shop-System, Fulfillment, In-Store natürlich in dem Fall, Ads und Insights. Und was ich aber bemerkenswert fand, so die Zahl jetzt, die letztendlich auch dann der nicht Umsatztreiber, sondern Gewinntreiber sein wird. Werbeerlöse von 1 Milliarde werden sie dieses Jahr so ungefähr erreichen. Letztes Jahr waren es so 700 bis 800 Millionen. Und das ist eigentlich
Ja, verwunderlich, aber das zeigt eigentlich auch die Macht, die solche Unternehmen haben. Und ich gucke mir dann auch immer, Retail Media ist ein großes Thema und jeder versucht das jetzt zu machen. Aber die wenigsten haben halt wirklich die Bedeutung für die Hersteller und die Werbetreibenden letztendlich. Und solche Plattformen mit den Daten und den Insights sind da natürlich so ein bisschen weiter und können da auch das abgreifen letztendlich. Mein Lieblingsbeispiel auch in dem Segment ist DoorDash, was ich seit Anfang an fasziniert verfolge, weil die sehr kühn schon von Anfang an behauptet wollen oder rausgegeben haben, dass sie eine Logistikplattform werden wollen, aber eigentlich als Restaurantlieferdienst gestartet sind und das auch jetzt sehr lange so gemacht haben, auch so groß geworden sind, auch hier wieder auf den Slogan Get more from your neighborhood, also so als lokal verankerter Anbieter. Und da sieht man, wie die den Markt in Bewegung gebracht haben, wenn man sich mal die Marktanteile anguckt, jetzt rein in dem Restaurant-Essenslieferdienst. Als Newcomer wirklich das Feld von hinten aufgerollt und letztendlich 2/3 des Umsatzes geht über DoorDash in jeglicher Form und haben sich da wirklich eine Position aufgebaut mit einem eben anderen Ansatz. Alle anderen sind eher in die Richtung gegangen. Wir haben die großen Ketten und du findest bei uns alles, was viele brauchen könnten, hier eher, wir gucken, dass wir möglichst viel, was bei dir im Viertel zu finden ist, auf der Plattform haben und bieten dann eben unterschiedliche Möglichkeiten an, wie du das nutzen kannst. Auch hier nochmal die App, da sieht man auch, das wird überhaupt nicht mehr als Restaurantbestellplattform verkauft, sondern eigentlich nur als Lebensmittel-Online-Shopping-Möglichkeit. Also, dass man wirklich auch seine Produkte des täglichen Bedarfs hat. Und diese Mischung, Number One Delivery App, vorne, hinten der lokale Player. Also du tust was Gutes für dein Viertel, wenn du da kaufst, obwohl man ja sieht, Walgreens und andere sind auch dabei. Also da wird Walgreens dann eingenordet und obwohl es ein Riesenkonzern ist, dann als lokaler Player mitgenommen. Aber egal, es geht um das komplette Paket letztendlich, was die Kunden da haben. Und die Ambition ist natürlich, und das ist interessant, vom Instacart hat sowas in der Form noch nicht, ist es auch schwieriger, weil die mit den Händlern arbeiten müssen, den großen Ketten arbeiten müssen, dann, wenn man sich die Kundenbindungsprogramme auch anguckt. Bei DoorDash heißt das DashPass und man sieht auf der linken Seite Double Dash, also wo sie jetzt dazu übergehen, bestell doch nicht nur bei einem, bei deinem Lieblingsanbieter, sondern kombinier das. Und DoorDash ist inzwischen in der Lage, das so zu kombinieren. Natürlich ist es dann nicht mehr in schnellster Zeit da, aber sie bieten eben dann Logistik-Services, sodass es eben auch kombinierbar ist und man dann eben den vollen Service dann letztendlich hat. Und das, was mich auch noch mit am meisten fasziniert, letztendlich an DoorDash, wenn man sich da mal anguckt, was die als Service-Provider anbieten, das geht das schon über das hinaus, was andere haben. Ich muss mal ein bisschen näher hingehen, damit ich es lesen kann. Also klassischerweise Marketplace, natürlich. Dann eine sehr schöne Formulierung, Storefront. Also kannst auch als lokaler Anbieter dann eben deinen Online-Shop oder deine Online-App haben. Commission-free. Das ist dann der Anreiz, um die zu ködern, gleichzeitig für DoorDash die Möglichkeit, neue Kunden da reinzubekommen. Und andererseits ist aber auch die Umgebung einfach schon die Gelernte in dem Bereich. Und natürlich ihr Haupthebel On-Demand-Delivery, dass jeder, der sich da andockt, eigentlich den Zugriff hat auf die Boten und auf die schnellen Lieferservices in dem Bereich. Was ich immer sympathisch finde, so in der zweiten Spalte, Sponsor Listing, klar, greift man nochmal ab, aber Brand Licensing zum Beispiel ist ein Revenue Stream, den DoorDash den Partnern bringt. Und das finde ich auch insofern eine faszinierende Geschichte, weil ich glaube, die Händler sind in Gefahr. Was die Marken angeht, die haben dadurch große Chancen, einfach da nochmal sich andere Ströme zu erschließen und anders reinzukommen. Und wenn die Marken D2C gehen können und nicht mehr über den Händler, dann rechnet sich das auch in anderer Form, ist bitter für den Handel selber. Aber deswegen bin ich so ein großer Verfechter, eigentlich auch darüber nachzudenken, wie ist die Servicequalität des Onlinehandels auch den Kunden gegenüber. Und die hört halt nicht nach der Website auf und nicht, wenn ich das Paket raus habe, ist es zu Ende, sondern letztendlich auch
genau da fängt es eigentlich erst an, wie die letzten Mile-Services aussehen. Dann haben wir natürlich noch die klassischen hier, die Promotions, Alkohol, und also du kannst die Partnersortimente letztendlich integrieren und im weitesten auch der Kapitalarm. Also natürlich DoorDash hat die Daten, was die Partner an Umsatz, an Potenzial etc. haben und kann dann auch Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Letztendlich landet der Umsatz ja dann wieder bei DoorDash selber. Also man sieht so, dass das Rundum-Paket in dem Bereich. Und DoorDash ist für mich auch so ein Kandidat, der sich eben nicht nur allen möglichen Partnern öffnen kann, Restaurants, anderen Lieferdiensten, Händlern etc., sondern im Prinzip können die auch Richtung Social Network oder so gehen, dass die einfach mal sagen, okay, wir haben euch da ohnehin in eurem Viertel alle registriert. Und das ist so eine Komponente, die ja ohnehin im Onlinehandel nicht sehr intensiv genutzt wird, maximal über Kommentare, aber da sehe ich auch die Foodplayer jetzt in dem Bereich als Kandidaten, dass die dann eben auch solche Services aufziehen und dann wirklich das Viertel abbilden und dann vieles möglich machen in dem Bereich. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen das Stadium, wie es gerade ist. Was würde jetzt passieren, wenn DoorDash noch ein bisschen mehr Zeit hat? Also wenn es den Umsatz nochmal verdoppelt und das dürfte nicht so lange dauern, 100 Milliarden dann Volumen über die Plattform läuft, das wäre quasi die organische Variante, die anorganische wäre auch so eine hypothetische These. Was wäre, wenn sich so ein Restaurant-Essenslieferdienst mit einem eher Supermarkt-Lebensmitteldienst zusammenschließt? Oder wenn die GoPuff übernehmen? Also hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, warum immer Volt hier ist. DoorDash ist mit Volt in Deutschland vertreten. Das haben sie übernommen und hält Anteile an Flink. Also da sieht man schon, im Grunde haben sie ein Interesse, das auch zu fördern und zu pushen. Ist noch nicht so integriert. Witzigerweise jetzt Volt und Flink machen schon sehr viel gemeinsam und bieten dann eben Möglichkeiten an. Also ich kann mir vorstellen, dass es in der Richtung läuft oder eben ja, wie weit treibt DoorDash die Lagerhaltung? Ich habe es nicht erwähnt, DashMarts nennt sich das, wo sie auch wirklich selber Handel treiben und entsprechend natürlich die Services auch anbieten, vor allen Dingen auch Partner bündeln können. Darum geht es dann auch oft und diese Depots eben als Service für das Viertel entsprechend anbieten. Weswegen ich das noch kurz erwähnt habe, weil das ist ja so eine Frage. Vor 5 Jahren, glaube ich, hatten wir Lieferando hier und Delivery Hero, weil eben auch damals im Grunde schon die Idee war, ja, ihr seid jetzt erfolgreich mit Essensbestellungen, steigt da nicht auch in den Supermarkt letztendlich irgendwann an, haben sich alle extrem weit weggetan. Nee, können wir nicht machen, wollen wir nicht machen, rechnet sich nicht für uns, ist ganz, ganz, ganz schwierig als Thema. Und jetzt sind wir 5 Jahre weiter und alle sind im Prinzip offen, testen, manche schneller, manche weniger stark. Ich muss da ein bisschen switchen. Ich habe die Unterlagen von Delivery Hero rausgenommen, weil die ein bisschen prägnanter sind. Dann kann man es ein bisschen besser nachvollziehen. Ich denke, wir stellen die Präsentation im Nachhinein zur Verfügung. Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen, aber die sind sehr, sehr erhellend, wenn man verstehen will, was da passiert. Also natürlich, die haben die Kunden jetzt, die Essen schon bestellen. Was kann man mit denen noch machen? Sie haben die Rider, die Boten, ähnlich das. Und von Delivery Hero gibt es noch diese schöne Kalkulation oder so ein zweigeteiltes Slide letztendlich. Auf das linke, das interessiert die tief eintauchen wollen, die Kennzahlen, ganz interessant sozusagen, wie kalkuliert wird, warum sich das jetzt alles rechnet, wenn man Handel quasi auf eigene Rechnung macht. Spannender aber eigentlich auf der rechten Seite, wenn man sieht, was die Ersparnisse sind und die Möglichkeiten sind. Und es geht schon wirklich darum, effizienter zu werden durch höhere Warenkörbe letztendlich. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schnell, aber man hat trotzdem nochmal einen anderen Hebel. Custom Acquisition Cost finde ich einen spannenden Punkt, als es wirklich darum geht, den bestehenden Kunden zusätzliche Services zu bieten. Und ganz unten, wieder Lieblingsthema, Non-Margin Revenue, dass man halt einfach, je mehr man mit den Kunden macht, umso mehr Möglichkeit hat man zur Vermarktung und kann dann eben sich die zusätzlichen Zusatzerlöse erschließen, die es dann wirklich lukrativ machen. Also das vom Mindset einfach auch nochmal sich zu verdeutlichen und auch von der Skalierung und von der Größe zu sehen, was da passiert. Ich war jetzt sehr weit weg.
Jetzt mal noch, wie sieht es in Berlin aktuell aus? Oder wie, also Berlin ist fast schon prototypisch, weil in Berlin häuft sich das alles. Also was es da an Lieferdiensten inzwischen gibt. Ich würde mal Knusper links oben rausnehmen und HelloFresh bin ich mir auch nicht sicher, ob die das in Deutschland überhaupt schon anbieten. Aber alles andere sieht man jetzt natürlich auf den Straßen an Last-Mile-Lieferservices mit unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ich habe hier Rewe und Bringmeister gar noch nicht drin. Aber dann sieht man eben auch, was sind die Services. Ich habe hier noch Wocheneinkauf stehen. Ich würde mich fast an die Flaschenpostnummernklatur anlehnen, die jetzt von großen Einkäufen gesprochen haben. Also für große Einkäufe, für schnelle Einkäufe letztendlich dann einmal Essenslieferdienste, einmal Food oder alles, was man sonst noch braucht. Und ein unterschätztes Feld, deswegen habe ich HelloFresh auch noch mit reingenommen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass D2C-Marken eben sehr stark auch letzte Meile gehen, sobald sie groß genug sind. Und HelloFresh geht ja in diese Richtung jetzt 10 Milliarden Umsatz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die nächsten Nestles, Procter & Gamble, alle, die halt jetzt nicht mehr aus dem klassischen Handel oder aus dem klassischen Werbeumfeld entstanden sind, sondern tendenziell eher aus Social Media und das können, dass die das sich nicht entgehen lassen und sagen, okay, da wo wir ohnehin viele Bestellungen haben, dann überlegen wir uns, wie wir das selber machen. HelloFresh macht das hauptsächlich in den Niederlanden. Sie haben damit in den USA begonnen. In England, glaube ich, treiben sie das auch voran. Bietet sich natürlich immer an für Metropolen. Aber dieses ganze Thema Last Mile Delivery Services, ich habe bewusst beschrieben, Food and Delivery übernimmt die letzte Meile, glaube ich, ist ein sehr starkes Argument, was für diese Player spricht und was denen Playern auch ermöglicht, da wirklich nochmal nach vorne zu preschen und den Kunden einfach komplett andere Services auch anzubieten. Abschließende Einschätzungen nochmal kurz. Ich würde es nicht heute sehen oder morgen, aber sobald die groß genug sind, gehe ich davon aus, dass es nicht bei Lebensmitteln bleiben wird und bei Produkten des täglichen Blas bleiben wird, sondern dass es wirklich in komplett andere Bereiche reingeht, ob sie irgendwann mal Möbel und solche Sachen verschicken. Unklar, sicherlich nicht mit den bestehenden Strukturen, aber spricht nichts dagegen, dass die einfach durch Zukäufe oder durch andere Lösungen auch das anbieten. Also meine Hypothese ist so ein bisschen, hat schon angedeutet, 2025, kommen eigentlich die 100 Milliarden Player und mit 20% letztendlich davon Umsatz haben die eine Größe, sodass sie investieren können, sodass sie das vorantreiben können. Und das ist aus meiner Sicht kein organisches Spiel, schon ein M&A-Thema. Das heißt, die können dann ein Oda, ein Picknick oder wen auch immer übernehmen, haben diese Komponenten mit dabei. Sie können auch, jetzt gibt es ja auch viele neue Paketdienste und generell Lieferdienste, die übernehmen das forcieren, sodass wir eigentlich eine sehr Last-Mile-getriebene, also frequenzstarke Online-Shopping-Welt haben in dem Bereich. Vieles ist vorhanden. Ich glaube, es ist jetzt eine Frage, wie sich es konfiguriert und restrukturiert. Und das ist sicherlich etwas, was passieren kann. In Deutschland nicht unbedingt als erstes, schon, in USA, in anderen Bereichen. Ich sehe aber halt nur die Schwierigkeit, dass klassische Online-Händler haben keine Logistik-Handhabe, also mit dem sie das treiben können. Also tendenziell müssen sie sich dann integrieren in diese Last-Mile-Services. Und deswegen ist das eigentlich so mehr meine Hypothese. Vielleicht abschließend nochmal dieses Bild, weil wenn ihr was mitnehmt, dann vielleicht dieses Denkmodell, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass alles so kontinuierlich weitergeht und die Online-Handelswelt, wie wir sie kennen, die ja im Wesentlichen Non-Food getrieben ist und im Wesentlichen Distanzhandel getrieben ist, dass die so bleibt, sondern dass wir Food haben, wir haben Nahversorgung als Thema und wir haben andere Möglichkeiten. Ich würde auch nicht darauf wetten, dass die jetzt in den letzten 2-3 Jahren entstanden sind, da die Treiber sind, aber gerade im Food-Bereich ist ja sehr viel in den 10er-Jahren entstanden. Das waren jetzt Beispiele aus Anfang der 10er-Jahre, aber auch 2015 Picknick gestartet oder auch in dem Sinn gestartet. Also es sind auch jetzt keine Unternehmen, wo ich sage, die sind am Rande des nicht mehr Bestehens, sondern die können halt jetzt gerade weniger Gas geben. Also deswegen wird das Thema bleiben. Aber es muss auch nicht so sein. Es kann auch, ich glaube, man muss immer, das, was mir an dem Chart gefällt, ist ja, es zeigt, es kommen ja immer erstmal zu belächelnde Ansätze. Ist ja nicht so, dass was Besseres kommt und antritt, sondern es kommen eigentlich so wie im Food-Bereich. Da kommen halt jetzt die Food-Anbieter. Und wie können sich die vorstellen, dass die mit
dem Modell Margen erzielen, damit man Gewinne machen kann. Also werden erstmal belächelt und bis es sich dann so etabliert hat und so skalieren kann, dass es eben auf das nächste Level gehen kann. Also ist einer meiner Hypothesen und ich dachte heute, machen wir bewusst mal eher einen Vortrag Richtung Zukunft und voraus. Viele andere Themen haben wir vorher schon gehört, die gerade Schwierigkeiten machen, ist nicht die einfachste Zeit. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.